Ja, herzlich willkommen zurück, Leute, hier bei Let's Play Baphomets Fluch 2.5. Und wir sind in der U-Bahn von York, wo, nachdem diese U-Bahn hier entgleist ist. Und Nicole und Kahn sind verschwunden. Wir haben eine Hundemarke Hallo, mein aufgesammelt. Name ist George. Und deiner? Und reden Ich jetzt mal heiße mit dem Miranda. Wie alt linken bist du denn, Mädchen namens Miranda? Miranda. Ich bin 12. Warum bist du denn so traurig? Mein Hund ist weggelaufen. Willst du ihn denn nicht suchen? Das kann ich nicht. Warum nicht? Ich bin blind. Max ist mein Blindenhund. Verstehe. Soll ich ihn für dich suchen? Das würden Sie für mich tun, Mister? Ja, Miranda, das mache ich gern. Vielleicht finden Sie auch meine Hundepfeife. Max hat sie möglicherweise bei seinem Ausbruch mitgerissen. So, dann war es das schon mal hier. Wir speichern mal ab. Untersuchen mal die Zugtür. Bei näherem Untersuchen fällt mir auf, dass die Tür ein klein wenig verbogen ist und dadurch in der Mitte einen Spalt bildet. Okay. Das hätte schon was, sich jetzt festzuhalten und so zu tun, als wäre nichts passiert. Aber ich ziehe es dann doch lieber vor, nach Nico und Kahn zu suchen. Ich sollte sie besser in Ruhe lassen. Entschuldigen Sie! Entschuldigen Sie! Ja, ich bin ja nicht taub. Was kann ich für Sie tun? Haben Sie zwei Personen aus dem Zug gehen sehen? Ein Mann, südländischer Typ, und eine Frau, recht groß, schwarze Haare. Wenn ich gesehen hätte, wie zwei Personen aus dem Zug gegangen wären, würde ich wohl nicht mehr hier sitzen. Meinen Sie nicht auch? Okay. Geht es Ihnen gut? Es geht. Ich habe mir leichte Prellungen zugezogen. Doch wenn ich mir die anderen Passagiere hier so anschaue, dann habe ich wohl noch Glück im Unglück gehabt. Freut mich zu hören. Haben Sie eine Ahnung, warum der Zug entgleist ist? Nein, weiß ich nicht. Vielleicht ein Anschlag. Was sollte das bringen? Verletzte, wenn nicht sogar tote Menschen. Kann ich nichts zu sagen. Verstehe. Okay. Okay, ich werde dann gehen. Auf Wiedersehen. Der bewusstlose Mann? Ich bin doch kein Dieb. Und dann reden wir mal mit dem Hund. Ja, untersuchen den Hund. Der Hund schnüffelt verdächtig an der Sitzbank. Ich schaue mir den Hund noch mal genauer an. Dabei fällt mir auf, dass er die Hundepfeife von Miranda mitgerissen hat. Vorsichtig nehme ich sie ihm ab. So, dann schauen wir uns das Oh verdächtige mein Objekt Gott, mal an. das sieht aus wie eine Bombe. Mit der spitzen Hundemarke zerschneide ich die Klebestreifen der Bombe. Auch wenn mir der Gedanke, mit einer tickenden Bombe in der Tasche herumzulaufen, gar nicht gefällt, muss ich es tun. Schließlich könnte jemand den Mechanismus auslösen. Ja, jetzt laufen wir mit der Bombe herum. Die Zünduhr zeigt 30 Minuten an. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Das muss der Hund von Miranda. Ah, also ich erkenne das Prinzip. Wir müssen also jetzt ein paar Mal die Hundepfeife mit dem Hund benutzen. Na, es geht also nur so ein kleines Schrittchen. Naja, dann müssen wir es durchziehen. Die Hundepfeife noch mal holen. Also, wenn es in den Schritten weitergeht, noch vielleicht 3-4 Mal. Ja, aber im Ernst. So, und jetzt noch einmal müssten wir es benutzen. Bis der Hund endlich bei Miranda ist.
noch einmal, jetzt. Aha. Hey, Miranda, ich habe deinen Hund. Oh, vielen, vielen Dank, Mister. Keine Ursache. Wenn ich was für Sie tun kann, lassen Sie es mich wissen. Okay, das werde ich machen. Aktuell kann sie aber für uns nichts tun, deswegen gehen wir weiter zu dem Mann, der da hinten gelegen hat. Und sprechen mal mit ihm. Darf ich Sie kurz stören? Ja. Woher kommen Sie? Aus China, mein Herr. Nein, so habe ich das nicht gemeint. Was ich sagen wollte, waren Sie schon die ganze Zeit hier im Zug? Ja, natürlich. Was glauben Sie denn? Sie sind mir vorher gar nicht aufgefallen. Ach, kann nicht sein. Haben Sie eine junge Frau und einen Mann südländischen Typs gesehen? Kann sein, ich ja. Weiß nicht. Wie kann sein? Ich habe... Hey, ist alles in Ordnung? Oh nein, er ist tot. Sein Verhalten auf die Frage, ob er Nico und Khan gesehen hat, war sehr merkwürdig. Untersuchen wir die Leiche? Ich untersuche die Leiche. Dabei finde ich ein Foto, auf das mit kaum leserlicher Schrift das Wort Xi Hang geschrieben ist und einen Brief. Eure Heiligkeit, ich bin ihrer nicht würdig. Ich bin ein Feigling, ein Verräter und eine untreue Leibgarde. Der Druck war zu stark, dieser Orden einfach zu mächtig. Ich musste handeln und handelte falsch. Ich habe den Schwur ihrer Familie gebrochen. Ich schäme mich so. Die Tempelritter, wir müssen sie aufhalten. Dann kann ich es nicht mehr lesen, irgendwas mit wir sonst. Am Schluss wird der Brief unleserlich. Ich kann nur noch Bruchstücke erkennen. Der Mann schrieb etwas von Temrit. Waren damit etwa die Tempelritter gemeint? Das würde keinen Sinn ergeben. Was hat ein chinesischer Prinz mit den Templern zu tun? Dann suchen wir ihn nochmal. Das weiß ich nämlich auch noch. Der hat nämlich noch mehr dabei. Ich untersuche die Leiche ein zweites Mal und finde eine Packung Klebestreifen. Und jetzt können wir dank Bombe und Klebestreifen die Tür aufsprengen und den Zug verlassen. Das Päckchen mit der Bombe ist jetzt voller Kleber. Und jetzt? Durch den Kleber bekommt das Päckchen genug Haftung, um im Spalt zu bleiben. Ein Blick auf die Zünduhr verrät mir, dass nicht mehr viel Zeit bleibt. Nur noch 5 Minuten. Jetzt aber schnell. Ich muss die anderen Passagiere warnen. Nur wie? Ich muss irgendwie ihre Aufmerksamkeit erregen. Die Zeit drängt. Da kann uns bestimmt Miranda helfen. Ich bin's nochmal, Miranda. Hallo, kann ich helfen? Könntest du mir mal kurz deine Hundepfeife ausleihen? Okay, kein Problem. Hier, bitteschön. Danke. Hören Sie mir bitte zu. Begeben Sie sich umgehend an das andere Ende des Zuges. In wenigen Minuten wird es hier eine Explosion geben. Beeilen Sie sich. Okay. Und wir sind raus. Perfekt. So, dann gehen wir mal gleich hier in die Apotheke. Dann schauen wir uns mal die Flaschen an, bevor wir mit dem Apotheker reden. Ich kann nicht einfach so in eine Apotheke reinspazieren und Utensilien von der Theke nehmen. Zum Zeitschriftenständer. Nein, ich will wirklich keine. Sondern bleibt nur noch das Reden mit dem Apotheker. Guten Tag. Guten Tag, Sir. Was kann ich für Sie tun? Könnte ich so ein Fläschchen bekommen?
Das ist ein Abführmittel. Ich weiß. Ich leide schon seit Tagen unter Verstopfungen. Unter welchen Symptomen leiden Sie? Nun... Wusste ich es doch. Hören Sie, Mister, das Fläschchen gibt es zwar umsonst. Und auch ohne jegliches Attest des Arztes. Dennoch verlange ich von den Leuten, dass sie es nur dann nehmen, wenn sie es wirklich brauchen. Und so wie es scheint, brauchen Sie es nicht. Wie lange arbeiten Sie schon hier? Ich bitte Sie, wenn ich Ihnen helfen kann, dann sagen Sie es mir doch. Andernfalls lassen Sie mich bitte meinen Job machen. Ich habe keine Lust auf eine mehr oder weniger illustre Unterhaltung. Ich dachte nur, dass Sie... Ich habe doch gesagt, dass Sie mich nicht stören sollen, sofern Sie keine medizinische Hilfe brauchen. Verstanden. So, dann lesen wir mal in der Zeitung nochmal. Ich suche diese alte Zeitung nach etwas Brauchbarem ab. Doch bis auf einen Bericht über einen Krankheitsausbruch einer Londoner Schule, bei dem Hunderte von Kindern über Verstopfungsprobleme klagen, ist nichts Interessantes drin. Moment mal, Verstopfung? Hier steht etwas über die Symptome. Die Kinder klagen über erhebliche Bauchschmerzen und Rückenbeschwerden. Hinzu kommt noch das unangenehme Übelkeitsgefühl. Perfekt. Guten Tag. Guten Tag, Sir. Nochmal die Flaschen angucken. Ich kann... Guten Tag. Guten... Ich verwende jetzt die Zeitung mit dem Apotheker. Mister, kann ich eine der Flaschen nehmen? Ich habe Ihnen doch gesagt, dass... Okay, Stobbart, jetzt musst du zeigen, wie gut du schauspielern kannst. Aber diese fürchterlichen Bauch-, Kopf- und Rückenschmerzen... Sie scheinen tatsächlich Probleme zu haben. Nehmen Sie besser eins, aber nur das eine. Perfekt, mehr brauchen wir nicht. Und dann können wir auf der anderen Seite schon ins Pub gehen. Und dort reden wir jetzt zuerst mal mit dem Wirt. Sie sind hier der Wirt? Nein, der heilige Sankt Peter. Immer mit der Ruhe, ich habe nur gefragt. Und ich nur geantwortet. Okay, also Sie sind der Wirt. Wundern Sie sich nicht, warum hier nicht so viel los ist? Gegenüber hat ein neuer Pub seine Pforten geöffnet. Bobby Country, wie edel. Seitdem läuft das Geschäft nicht mehr so besonders. Bis auf Mike und Steven dort drüben verirren sich nicht mehr viele hierher. Die beiden gehören schon fast zum Inventar. Und was machen Sie dann den ganzen Tag? Nicht viel. Ich putze Gläser, lese Zeitungen und was sonst noch anfällt. Manchmal habe ich richtig Glück und die Spülmaschine gibt ihren Geist auf. Die das kennen wir ja noch. Reparieren. Was lesen Sie denn für Zeitungen? Das ist mir egal. Hauptsache irgendwas. Ich würde mir sogar die Zeitung von vor 5 Jahren anschauen. Wissen Sie was über... Oh ja, sehr viel Zeit. Dadurch, dass ich sehr viel lese und mich auf Seminaren weiterbilde. Und die Templer haben es mir angetan, meinst du? Ja, meines auch sozusagen. Das ist ein mittelalterlicher Ritterorden. In 3 Wochen wird in Paris eine Ausstellung zu den Templern eröffnet. Da muss ich unbedingt hin, auch wenn meine Frau etwas dagegen hat. Ich bin Wissen Sie, ob die Templer mit der chinesischen Kultur in Verbindung... Allerdings, die Templer hatten enge Kontakte mit dem chinesischen Hofadel. Okay. Welchem Hof? Man sagt ihnen Kontakte zum Prinzen Xiang nach. Xihang? Genau. Allerdings rätselt man bis heute, welche Absichten beide Parteien hatten. Schließlich konnte der Prinz den Templern aufgrund seiner schlecht ausgebildeten Leibgarde keine Männer. Und die Templer waren zu geizig, dem armen Hofadel finanziell zu helfen. Man sagt, dass die Gibt es weitere Anhaltspunkte? Scheinbar soll die in Paris stattfindende Ausstellung sehr hilfreich sein. Wissen Sie wo in... Leider nein, ich werde mich aber in den nächsten Tagen erkundigen. Ein Siegel wird in einer der letzten Schriften des Großmeisters... Er spricht darin von der Rückkehr der Templer, bisschen, die mit der Hilfe des Siegels eingeleitet werden wird. Eigentlich braucht gibt es Ihrer Meinung nach solch ein Siegel? Oh ja, Sir, solch ein Siegel gibt es. Was bedeutet das? Nichts, ich bezweifle sehr stark, dass das Siegel eine tragende Rolle spielt. Jacques Dumoulin wollte kurz vor seinem unfreiwilligen Tode seinen Häschern mit dieser Ankündigung drohen. Doch er erntete nur spöttisch. Ich muss so schnell wie möglich nach Paris, zu dieser Ausstellung. Vielleicht finde ich dort das Siegel. Es muss für die Tempelritter eine so große Bedeutung haben, dass sie dafür bereit sind, erneut zu töten. Aber erstmal brauche ich ein Zimmer. Heute geht kein Flug zurück nach Paris. Kann ich mir ein Zimmer mieten?
Das dürfte kein Problem darstellen. Wir haben in der oberen Etage einige Zimmer. Die sind alle frei. Dann würde ich gerne eins nehmen. Hier haben Sie den Schlüssel. Die erste Tür links. Danke. Haben Sie eine dunkelhaarige Frau mit einem südländisch aussehenden Mann gesehen? Ist das Ihre? Nein, noch nicht. Das ist meine Freundin. Sie sind als... Ja, kann man so sagen. Warum läuft sie dann ohne Sie mit einem... Das ist eine lange... Hören Sie, ich möchte Ihnen nicht meine Lebensgeschichte erzählen. Nein. Gut. Eine Nadel kann ja nicht schaden. Und jetzt erinnere ich mich, was wir vergessen haben. Deswegen speichere ich mal kurz hier nochmal ab. Und ich habe nämlich das Gefühl, dass wir eine ganze Stunde umsonst gespielt haben, weil mir ein T-Shirt fehlt, wenn ich nicht... Ich brauche die Seife und habe das T-Shirt nicht. Verdammt. Nein, ich rede besser erst mit dem Wirt. Könnte ich vielleicht die Seife haben? Nein, können Sie nicht. Die gehört... Gibt ja sonst... Für diese Bemerkung könnte ich Sie aus... Keine schlechte Idee. Ich könnte dann mal Bobby... Unverschämt hat. Okay. Ich weiß nämlich, dass wir die Seife brauchen. Gehen wir mal hoch. Vielleicht brauchen wir es dann doch nicht so zwingend. Ich zerre an der Tür, doch sie geht nicht auf. Gehen wir nochmal runter. Er ist noch da. Guten Tag, die... Tag, mein Name ist John. Ich heiße... Genau das Problem dachte ich mir nämlich. Ich speichere jetzt nochmal ab. Würde sagen, wir beenden diese Folge dann etwas früher. Und ich spiele einfach nochmal bis zu der Stelle oder schaue nach einer Lösung. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Oder einen Moment, ich unterbreche mal kurz die Aufzeichnung. Vielleicht finde ich auch gerade auf die Schnelle eine Lösung für das Problem. Also, wir haben ein Problem. Ich komme so an das T-Shirt wahrscheinlich nicht mehr ran. Ich kann es noch einmal probieren, ob wir hier irgendwo hier... aus der wegkommen. Ich habe jetzt gerade noch einen anderen Fehler gemacht. Habe bemerkt, dass wir nicht nur eine Stunde verloren haben, sondern ein paar mehr Stündchen. Und, naja. Ich würde sagen, ich beende diesen Teil hier. Werde das Ganze korrigieren und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder an dieser Stelle. Und dann wird es wahrscheinlich, weil das ist wahrscheinlich ein Dann werden wir es zu Ende durch. Dann zocken wir es zu Ende durch. Das ist nicht mehr viel, was da kommt. Das ist zwar noch ein bisschen mehr wie eine halbe Stunde, aber ich denke, maximal eine Stunde ist das, was jetzt noch kommt. Und ich hoffe, es hat euch trotz meines Fehlers, das komische T-Shirt einzustecken, nicht einzustecken. Ich kann euch auch genau sagen, wo das liegt. Es liegt in dem History Museum im Keller. Und ich habe es vergessen. Naja. Es gibt Schlimmeres. Man kann ja hier viel überspringen. Ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Macht's gut. Kurz noch. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch und abonniert den Kanal. Und ansonsten würde ich sagen, macht's gut. Passt auf euch auf. Wir sehen uns in der nächsten Folge bei Let's Play Baphomets Fluch 2.5.
wenn wir es auch dann gerade noch zu Ende durchnehmen. Denkt dran, ihr ab dann Montag, also denke dann ab übermorgen, wenn mein Zeitgedächtnis jetzt gerade, also meine Zeitplanung jetzt gerade stimmt, dann ab übermorgen kommt dann ein Rockstar-Titel. Da habt ihr. Nö, da ist ja die Abstimmung gestern Abend dann quasi abgelaufen. Ich weiß das Ergebnis da jetzt noch nicht. Naja, egal. Und dann werdet ihr den entweder Bully oder L.A. Noir sehen und dann auch noch im Laufe der nächsten Woche den The Crew Road Trip. Und damit würde ich sagen, macht's gut. Tschüss, bis bald, euer Replika 666.